Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, einmal hier im Saal, aber auch da draußen im Livestream. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend alle da sind. Es ist eine Veranstaltung in der Reihe der Zeitzeugengespräche, die sich, glaube ich, dadurch auszeichnet, dass es einmal persönliche Erinnerungen hier noch mal zu Wort kommen an historische Ereignisse, die dann aber auch eingeordnet werden in eine wissenschaftliche Betrachtung und Expertise. Es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen darauf und eben vor allem, was ist, glaube ich, wichtig, auch einen Austausch darüber, wie bestimmte Ereignisse wahrgenommen werden in der Erinnerung in Ost und West, aber auch im europäischen Kontext. Heute Abend geht es um 1968 und den Prager Frühling, Wahrnehmungen in Ost und West. Mit dem Prager Frühling verbinden uns alle, glaube ich, sehr unterschiedliche Erinnerungen. Vor allem sind, glaube ich, zwei Erinnerungsstränge sehr wichtig. Einerseits der Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen. Andererseits aber auch natürlich die gewaltsame Niederschlagung dieses Versuchs durch die am 21. August 1968 einmarschierenden Truppen des Warschauer Paktes. Und das war eine große Zäsur, glaube ich, für viele Menschen, auch für viele Kommunisten. Ich erinnere mich noch gut, dass auch in meinem Freundeskreis Leute immer noch erzählt haben später davon, wie sie dann aus der KP ausgetreten sind in dieser Zeit. Es war, glaube ich, für viele auch ein Bruch, ein Verlust der Hoffnung auf Reformierbarkeit in diesen Kreisen. Für andere wieder eine ganz andere Sicht. Viele assoziieren im Westen Deutschlands mit 68 eigentlich vor allem die Studentenproteste und auch die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit der Elterngeneration. Vor wenigen Jahren ist eine Taz-Ausgabe erschienen, die sich dem Jahr 1968 widmete und tatsächlich der Prager Frühling, der Einmarsch, kam darin gar nicht vor. Das ist eben auch immer wieder sozusagen wie so eine Erinnerungslücke, über die wir uns wahrscheinlich auch unterhalten werden. Wir wollen zunächst hier auf dem Podium mit vier Zeitzeugen sprechen, die sehr unterschiedliche Erfahrungen mitbringen mit diesem Jahr 1968. Dann später werden wir auch gerne Ihnen hier im Saal und auch im Stream über den Chat die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, vielleicht auch eine persönliche Erinnerung mit uns zu teilen. Und denn wir haben auch viele Zeitzeugen im Publikum, die sich zum Teil auch über Mail schon vorher gemeldet haben und wir waren ganz erstaunt eigentlich, wie groß das Echo war auf diese Veranstaltung heute. Ich möchte zunächst gerne meine Gäste vorstellen. Hier sitzt einmal neben mir der Historiker und Soziologe Dr. Jürgen Daniel. Er ist stellvertretender Direktor und Leiter der Bibliothek am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Er wurde 1959 in Marienbad in der Tschechoslowakei geboren, studierte dann in den 1980er Jahren Soziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Er forschte danach zur Geschichte des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften nach der Wende in den USA und auch wieder dann hier in Berlin an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und widmete sich aber auch vielen anderen Themen. Neben ihm in der Mitte der Theologe und langjährige CDU-Politiker Heinz Eggert. Er wurde 1946 in Rostock geboren und nach einer Lehre bei der Deutschen Reichsbahn arbeitete er als Stellwerksmeister bei der Hafenbahn Rostock. Wegen seines Protests gegen den Einmarsch in Prag verlor er aus politischen Gründen seinen Arbeitsplatz. Er studierte evangelische Theologie, war 1976 bis 1990 als Gemeindepfarrer in Eubin und auch als Studentenpfarrer dann in Zittau tätig. Seine Pfarrwohnung wurde auch zur Anlaufstelle für viele Menschen, die in der DDR Schwierigkeiten und große Probleme hatten mit dem politischen System. Und er wurde deshalb auch von der Stasi bespitzelt. In der Friedlichen Revolution engagierte sich Eggert als Mitglied des Neuen Forums, war am Runden Tisch beteiligt. Und dann von 1991 bis 1995 war der CDU-Politiker in Sachsen Innenminister und von 1994 bis 2009 Abgeordneter im Sächsischen Landtag, um nur ein wenig diese Biografie zu umreißen. Ich freue mich auch sehr über den Kollegen Hans-Jürgen Fink. Er ist eben Journalist und wurde 1942 in Osthelden in Nordrhein-Westfalen geboren. Er studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Köln und Göttingen. 1967 ging er zu einem Forschungsaufenthalt an die Ökonomische Hochschule in Prag und erlebte auf diese Weise den Prager Frühling ganz hautnah mit.
Er arbeitet danach zur Kommunismus- und DDR-Forschung bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, auch bei der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik, war Redakteur beim Deutschlandfunk viele Jahre in Berlin und Potsdam, vor allem mit DDR-Berichterstattung dann befasst und eben dann auch nach der Wiedervereinigung. Danach war er dann 4 Jahre lang Regierungssprecher in Sachsen-Anhalt, bevor er wieder zum Deutschlandfunk zurückging, wo er bis heute als freier Journalist tätig ist. Herzlich willkommen auch Frau Dr. Eugenie Trütschler. Sie wurde 1950 in Prag geboren und nach der Emigration ihrer Mutter nach Deutschland 1967 wurde sie dann später Krankenschwester, dann Lehrerin und studierte dann Politikwissenschaften in München, promovierte in Geschichte 1982 und sie arbeitete im Bayerischen Schuldienst, dann im Thüringer Staatsdienst bei der Stiftung Ettersberg in Weimar, die sich dann der Erforschung europäischer Diktaturen widmete und lehrte als Dozentin an der TU Ilmenau, an der Universität Prag. Sie ist Autorin von Romanen, auch Mitglied im PEN, dem Schriftstellerverband. Und im Juni 2023 plant sie eine Tagung zum Thema 1968 in der sächsischen Vertretung in Prag. Vielleicht noch zu mir ein paar Worte. Mein Name ist Gemma Pörzgen. Ich bin freie Journalistin hier in Berlin und Chefredakteurin einer kleinen Fachzeitschrift für Osteuropa, die Ost-West-Europäische Perspektiven heißt. Ich möchte gerne mit Ihnen, Herr Daniel, beginnen. Sie waren 1968 erst 9 Jahre alt, aber haben mir erzählt von einem sehr eindringlichen Erlebnis, das Sie hatten im August 68, als eben die Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei einmarschierten. Sie haben das tatsächlich ganz hautnah miterlebt. Mhm. Ja, wenn man sich als Historiker, wie ich das getan habe, so über die Jahre sehr viel mit dem Prager Frühling beschäftigt hat, da muss man so ein bisschen der Versuchung widerstehen, die eigene Zeitzeugenschaft, die ja eine sehr jugendliche war, so nachträglich aufzuladen. Insofern möchte ich nur 2 Eindrücke schildern, die, finde ich, sehr prägend waren und bei mir immer wieder aufscheinen und die auch so ein bisschen mit Blick auf unsere heutige Situation und dass wir mit dem Ukraine-Krieg und der Haltung von Russland erfahren, so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnisse bei mir ausgelöst haben. Die erste Erfahrung hat noch nicht mit dem Einmarsch zu tun, sondern mit der Zeit davor. Wir sind 1967 nach Prag gezogen. Mein Vater hat dort in der Handelsvertretung der DDR gearbeitet, hat Landmaschinen verkauft. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den 1. Mai 1968. In Prag ging der Demonstrationszug immer vom Nationaltheater über die Národní třída alle bis hin zum Wenzelsplatz. An diesem 1. Mai 1968 gab es eine kleine Sensation, wenn man, wie viele vielleicht hier im Raum, weiß, wie so die Mai-Demonstrationen normalerweise ablaufen. Da liefen nämlich im Demonstrationszug paar Jugendliche, die als Hippies sozusagen gekleidet waren. Die hatten sich bunt bemalt, die hatten Blumen und so ganz wie man sich die Swinging Sixties in London vorstellte. Und das war für gewohnte Augen, was den politischen Zirkus zum 1. Mai betrifft, eine ganz schöne Sensation. Und es war aber ein Symbol dafür, dass sich viel verändert hatte. Und wenn man aus Berlin-Friedrichshain, also ein Ort, wo noch deutlich die Spuren des Krieges in der Nähe der Frankfurter Allee zu sehen waren, dann in so eine Stadt wie Prag kommt, hat man dann schon gefühlt, dass da so ein Stückchen an Weltoffenheit und an Veränderung passiert ist. Und dann guckte einen der Sozialismus mit menschlichem Antlitz von der Tribüne an, nämlich Dubček, der also im engen Kontakt sozusagen mit den Leuten, der war, hatte ja einen guten Draht eigentlich und das hat das irgendwie ausgestrahlt. Also das war sozusagen die erste Erfahrung, die so ein bisschen dafür steht, da ist kulturell und in der Gesellschaft eine Menge passiert. Die zweite Erfahrung ist ein bisschen eher eine dramatische. Ich habe den Sommer in der Regel bei meinen Großeltern im Beda-Dreieck, also in Westböhmen, verbracht. Und wir sind nun dummerweise an diesem 21. August nach Karlsbad gefahren. Die wohnten da auf einem kleinen Dorf. Das war immer so ein Ritual, dass man mal ein-, zweimal im Jahr nach Karlsbad fuhr, war dann was ganz Besonderes. Und wir stiegen in den Zug und der Zug hielt schon unterwegs. Früher, es gab kein Handy und nichts, also man wusste natürlich auch nicht, was passiert war in der Nacht. Und der Zug hielt unterwegs an. Wir kamen dann nach Karlsbad und sahen dort sozusagen Truppenaufmärsche, die umringt waren von diskutierenden Tschechen. Was mich besonders geprägt hat, auf einer Häuserwand war der Sowjetstern mit dem Gleichheitszeichen mit dem Hakenkreuz gemalt. Und das war für mich als jemand, der in der DDR sozusagen antifaschistisch sozialisiert war, und wenn Sie da in die Schulbücher reingucken, die Russen waren die Guten.
die haben uns befreit. Und plötzlich standen die da mit dem Gleichheitszeichen zum Nationalsozialismus. Und was sich mir noch eingeprägt haben, die Soldaten, die da aus den Panzern geguckt haben, die sahen irgendwie sehr verloren aus. Und denen hatte man erzählt, dass sie da irgendwie ein Land von ganz bösen Konterrevolutionären befreien und waren völlig überrascht, dass da plötzlich die Leute um die Panzer herumstanden und mit ihnen diskutiert haben. Und das sind so zwei Bilder, also ein Land, das unterwegs ist, seinen eigenen Weg zu gehen und daran gehindert wird. Und das andere, dass eine Geschichte erzählt wird, wie man sozusagen militärisch dort eine Entwicklung platt macht und was sich für mich in diesen Augen dieser ratlosen Soldaten dann sehr ausgedrückt hat. So viel vielleicht als Erstes zu meiner Zeitzeugenschaft. Sehr gerne. Über die Parallele, die Sie angedeutet haben, ganz am Anfang, werden wir später sprechen. Herr Eggert, bei Ihnen war ja eine ganz andere Situation. Sie waren auch etwas älter. Sie waren ein junger Mann, der in der DDR, wie Sie mir geschildert haben, gar nicht so politisch war, was man sich heute ja gar nicht mehr bei Ihnen vorstellen kann. Nein, ich war ja auch immer auf der Seite der Guten. Also es war völlig, die Frage war ja immer, bist du für den Frieden oder für den Krieg? Vielleicht darf ich nur gerade die Frage stellen. Ich wollte, genau. Also ich wollte nur sagen, ich war auf der Seite der Guten. Ja. Verstehe, der Guten, genau. Auf jeden Fall wollte ich gerne wissen, Sie haben ja damals eine Unterschrift verweigert unter ein Papier, das sozusagen diesen Einmarsch begrüßen sollte. Vielleicht können Sie uns noch mal schildern, wie das war. Sie waren irgendwie Anfang 20 und in so einer Situation, wie kam das denn? Ich war 22 und bekam eine Einladung nach Prag, eine Privateinladung, wobei eine Einladung zu bekommen bedeutete ja, erst zur Polizei zu gehen, ein Unbedenklichkeitsschreiben zu bekommen, dann an die Vertretung in Berlin, tschechoslowakische Vertretung zu schreiben und nach 8 Wochen bekam man dann entweder für 10 Tage die Einreise oder nicht. Aber ich wurde dann dort von der Familie aufgenommen. Und war erstmal von der Stadt begeistert. Prag ist für mich immer noch eine der schönsten Städte, vielleicht auch, weil meine Erinnerungen dranhängen. Und dann war nicht diese Grau-in-Grau-Atmosphäre dort. Also ich war in Rostocker, Warnemünde. Das war so die Zeit, wo wir noch unterschreiben mussten, keinen westlichen Rundfunk zu hören. Auch dein Deutschlandfunk nicht. Hm? Das ging gar nicht. Wo die gesamte Musik, die uns interessiert hat, die Beatles oder der Beat, das war Musik des Klassenfeindes, bis man dann später mal drauf kam, dass es ja die Beatles 4 Arbeiterjungs aus Liverpool waren. Und deswegen erschienen die Platten. Und in Prag wurde die Musik gespielt. Man ging an einem Café vorbei und da kam Beatmusik aus dem Lautsprecher. Es wurden die ersten Beatles-Filme gezeigt. Also mich hat zuerst dieser soziokulturelle Eindruck hat mich da sehr überrascht. Abends gingen wir in eine Schwarzbierkneipe, Uflenko. Da saßen wir mit Westdeutschen, mit Österreichern, mit Italienern zusammen, denen man überhaupt nicht ansah, dass ihre Länder im Absterben waren, weil ja der Kapitalismus im Absterben war, wie wir wussten. Und all die politischen Diskussionen, die so geführt wurden, die habe ich zwar mit Interesse gehört, aber mir fehlte der Hintergrund. Ich habe mich gewundert, dass der Sozialismus wirklich so viel Fehlentwicklungen haben sollte. Also Pressefreiheit, Gewerkschaften zulassen. Das sind alles Dinge gewesen, die etwas in der Ferne waren. Aber Reisefreiheit wurde für mich auf einmal ganz interessant, weil ich ja die jungen Leute kannte, wo dann einer sagt, ja, besuch mich doch mal in Pergamo. Ja, natürlich, aber wie nach Italien kommen, wenn man weiß, dass man erst mal 65 werden muss, bis man in die Welt reisen darf. Und diese Atmosphäre, diese auch leichte Atmosphäre unter Jugend. Es gab Jeans, das war noch bei uns die Hose des Klassenfeindes. Wenn einer sein Abitur gemacht hat und hat Jeans auf der erweiterten Oberschule getragen, durfte er sein Abitur nicht machen, ist er geschmissen worden. Das wissen heute die wenigsten noch. Also es war für mich so ein bisschen Freiheit. Und dann kam natürlich eins dazu, Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das bedeutete ja im Umkehrschluss, es muss auch einen Sozialismus mit unmenschlichem Antlitz geben. Aber was ist eigentlich damit gemeint?
Und ich muss sagen, ich bin diesem Bild des Sozialismus mit menschlichem Antlitz bis 1960 ein bisschen, bis 1980 auf den Leim gegangen. Bis mir klar war, es gibt es nicht. In einer Diktatur gibt es nie ein menschliches Antlitz, weil alle zerstört werden, die anders denken als die Diktatoren selbst. Dann bin ich wieder zurückgekommen nach Warnemünde, habe mich gefreut. Meine 68 jetzt. 68, wieder 68. Also 67, genau. 68. Ja. Und hatte ich mich auch verliebt und habe ich gedacht, da kannst du jederzeit wieder hinfahren. Und das war für mich schon wie ein Ausbrechen in eine ganz andere, neue, leichte Freiheit, dieses Prag. Und dann kam 68, der 21. August, ich hatte Nachtdienst auf dem Stellwerk bei der Deutschen Reichsbahn, übrigens nicht bei der Hafenbahn. Und dann kam auf dem Transistorradio, das verboten war im Dienst, auf dem verbotenen Norddeutschen Rundfunk, den wir auch nicht hören durften, kamen die Nachrichten, dass die Panzer in Prag sind und Hilferufe aus Prag. Und ich war völlig perplex, weil für mich auf einmal dieses Tor, das war mir klar, das Tor zu dieser Leichtigkeit, die ich dort empfunden hatte, war verschlossen worden. Und dann kam ich um 6 aus dem Dienst und da hat der Parteisekretär eine Versammlung einberufen, da mussten alle kommen. Und dann sollten wir alle unterschreiben, dass wir das begrüßen, dass die Konterrevolution niedergeschlagen worden ist in Prag. Und ich habe mich nicht aus großem politischen Bewusstsein, sondern aus Trotz, dass das nicht sein kann, weil es sich mit meinen Erfahrungen nicht deckte, was dort in diesem Schreiben stand, nicht unterschrieben. Dann habe ich 2 Tage später von der Staatssicherheit Besuch bekommen. Ich kannte die Jungs vorher noch gar nicht. Und dann bin ich zugeführt worden, also nicht verhaftet, aber Zuführung, alte DDR-Bürger wissen. Man konnte auch 4 Wochen, 8 Wochen zugeführt sein, ohne dass es einen Verteidiger gab, ohne dass ein Rechtsanwalt zur Verfügung stand. Waren aber nur 2 Tage. Und dann bin ich aus Protest aus allen Organisationen, in denen ich war. Ich war auch in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, obwohl ich keinen Russen kannte, aber ich war halt drin, weil es sich so gehörte, aus allen Organisationen ausgetreten, wobei es eine Schwierigkeit gab. Es gab eins nicht in der DDR, Austrittsformulare. Und dann haben wir gesagt, dann bezahlst du eben nicht mehr und dann bist du nicht mehr dabei. Und dann durfte ich nicht mehr auf dem Grenzbahnhof Warnemünde, das war der Grenzbahnhof zu Dänemark, durfte ich dann nicht mehr arbeiten. Und manchmal überlege ich, wenn man mich vielleicht ein wenig anders behandelt hätte, vielleicht wäre ich dann nicht zu trotzig gewesen. Aber es war eigentlich bei mir eine Trotzreaktion und es war der Anfang meines politischen Erwachens, weil ich dann nämlich sehr genau nachgeschaut habe, was bedeutet eigentlich das unmenschliche Antlitz des Sozialismus und wie menschlich kann man es wirklich gestalten. Das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe gewesen, auch später als Pfarrer. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Herr Fink, ich möchte mit Ihnen gleich weitermachen, anknüpfend auch an das, was ja hier schon sehr schön geschildert wurde, an Atmosphäre, die einen einfing in Prag. Sie sind ja auch 67 dorthin gegangen als westdeutscher Student, wollten sich mit Wirtschaftsreformen beschäftigen. Erzählen Sie uns, wie war Ihr Erlebnis damals? Ja, ich war damals im Studentenheim. Also es war so, dass ich nach Prag gekommen bin, politischen Gründen, B vor allen Dingen auch aus wissenschaftlichen Gründen. Ich hatte meine Diplomarbeit an der Uni in Köln über das Managementtum im westdeutschen Kapitalismus geschrieben. Ich war dann mit einem Studentenaustausch, den ich da organisiert hatte vom AStA in Köln. Ich glaube, das war der erste nach dem Zweiten Weltkrieg. 20 Tschechen und Slowaken kamen nach Köln, just im Karneval. Und wir fuhren dann ein Jahr später dahin, also 65. Und da hatte ich gesehen, dass da eine Reformdiskussion, eine ökonomische Reformdiskussion im Gange ist, die nach Otto Schick, nach dem Buch, das er veröffentlicht hat, Plan und Markt hieß. Das heißt, in die Planwirtschaft sollten marktwirtschaftliche Elemente eingeführt werden, was eben im Umkehrschluss auch bedeutete, dass da irgendwie auch so angestellte
Manager da eingeführt werden müssten, wie wir sie im Westen ja auch haben. Denn die Manager sind ja nicht Eigentümer, sondern angestellt. So, das war mein Interesse. Und deswegen, und weil das eben klappte mit dem Stipendium, bin ich also da im Februar 67 nach dem Examen in Köln dorthin gefahren und kam dann ins Studentenheim dort, ins Studentenheim der Ökonomischen Hochschule. Was natürlich unheimlich vorteilhaft war, weil ich mitten unter den Tschechen und Slowaken war, mehr Tschechen als Slowaken. Und wo jeden Abend die Frage stand, gehen wir heute Abend rechts in die Kneipe oder links in die Kneipe? Und dort wurde dann Politik gemacht. Es wurde ja nicht nur Musik gesungen und gespielt, sondern man hat da eben auch politisch diskutiert. Das war natürlich eine wunderbare Erfahrung. Und die wurde konterkariert, 67, da regierte ja noch Tonda, wie man Antonin Nowotny nannte. Da regierte der noch mit seiner Bande, hätte ich beinahe gesagt. Aber und, stimmt doch, ja. Naja, es stimmt im Prinzip, aber ja. Nicht konkret konnte ich das ja nicht mehr beurteilen. Das war der 1. Mai 67 dann aber. Ich ging auf der Nationalstraße Narodnečida spazieren. Plötzlich kommt mir eine Gruppe junger Leute entgegen mit blutigen Köpfen. Und die waren bei Majales gewesen. Majales, das war diese 1. Mai-Veranstaltung, wo junge Leute sich trafen am Fuße des Denkmals von Karel Macher, einem romantischen Poeten, tschechischen Poeten. Und da wurde dann sozusagen der Liebe und dem Trinken und dem Singen gefrönt. Und an diesem 67 allerdings hat es politische Parolen gegeben, die den Machthabern nicht geschmeckt haben könnten und dürften. Und insofern schritten die Sicherheitskräfte ein und lösten die Versammlung auf mit aller Gewalt. Das war sozusagen die andere Erfahrung, die Gegenerfahrung zu dem lockeren Leben der Studenten. Das war die eine Seite. Die andere Seite war im Rahmen der Ökonomischen Hochschule und der Akademie. Da war das Gefühl sozusagen, es geht nicht mehr so weiter. Denn vorangegangen, seit Beginn der 60er Jahre, litt die tschechoslowakische Wirtschaft unter einer starken Rezession. Ein Fünfjahrplan nach dem anderen wurde niedergerissen, musste ersetzt werden durch irgendwie aktuelles politisches Handeln, was die Sache nicht besser machte. Und insofern drängte, jedenfalls die Wissenschaft drängte, auf eine möglichst baldige Veränderung der ganzen Sache. Andererseits gab es die Diskussionen in der Literaturzeitschriften, Literaren Idisti, das war noch im Gefolge der Kafka-Konferenz von Goldstücker, das ja auch eine Voraussetzung war für den Prager Frühling. Da wurden die Diskussionen weitergeführt, das war das Intellektuellenblatt, wenn man so will, das Schriftstellerblatt. Und das waren wirklich ganz lebhafte Diskussionen dort, auch öffentlich zu finden, eben über die Fragen der Gesellschaft, der Entwicklung der Gesellschaft. Die auch möglich wurden Kontra. Durch die Aufhebung der Pressezensur. Nicht? Ja, das war ja ein Jahr später erst. Aber das gab es schon 67 noch zu Nowotny-Zeiten. Auch da war da eine sehr lebhafte Diskussion. Dann kam der Kongress des Schriftstellerverbandes mit drei Koryphäen, Vaculík, Kohout und Klima, die dort öffentlich auftraten und die Parteiführung kritisierten. Die Folgen waren schwierig, die wurden quasi exiliert, die wurden aus allen Ämtern geworfen. Aber es war ein Fanal, das in die Gesellschaft überging, weil Schriftsteller, anders als in manchen anderen Ländern, ich denke auch mal an unser eigenes Land, Schriftsteller einen unheimlich großen, hohen Ruf hatten. In der DDR war das ja ähnlich. Und was den Schriftstellern passierte, das hat sich so gleich rumgesprochen und hat natürlich den Zorn in der Bevölkerung noch wachsen lassen. Und dann gab es ein Ereignis am 31. Oktober 1967. Da gab es eine Studentendemonstration. Die Studenten bewegten sich hinauf zum Rad, also zur Spitze. Und die Parole hieß, wir wollen Licht. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Studentenheime waren tagelang ohne Licht und Wasser gewesen. Und da ist sie in der Geduldsphase gerissen und sie sind dann spontan losmarschiert. Und diese Demonstration wurde auch
ich muss sagen, blutig niedergeknüppelt. Und da hat es in dem Zentralkomitee einen großen Ärger gegeben, weil die Herren Kommunisten und Damen Kommunisten, die haben gesagt, Tonda, wie kannst du es erlauben, dass unsere Kinder von unseren eigenen Sicherheitsleuten niedergeknüppelt werden? Und das war im Nachhinein betrachtet, also in der Rückblende, war das, glaube ich, ein wichtiger Auslöser für das, was dann im Januar 1968 passierte. War das Ende Nowotnys? Das war das Ende Nowotnys, ja. Und dann kam es ja, niemand ahnte genau, was passieren würde, aber dann kam es zu diesem Treffen. Brezhnev eilte an die Moldau und sollte da vermitteln. Und dann ging er aber wieder und sagte, liebe Leute, das ist eure Sache, ich mische mich da nicht ein. Das war natürlich für Nowotny das Ende. Er hat sich da nicht solidarisiert. Und es kam dann zu diesem Zentralkomitee-Plenum, auf dem dann entschieden wurde, wer denn nun künftig der Führer der Partei sein sollte. Und da zeigte sich eben, dass die Slowaken gewonnen hatten. Das ist ja auch einer der Hintergründe dieser ganzen Entwicklung, weil die Slowaken sich stets seit der Verfassung 1960 gedemütigt fühlten. Herr Fink, ich glaube, wir können das nicht in allen Details nacherzählen. Nein. Sozusagen, ich wollte nur sagen, dass ein bisschen zu springen und auch auf Ihre eigenen Erfahrungen. Ich komme jetzt, wollte das auch gerade zu Ende gehen. Ich wollte nur sagen, das war eine, wenn man nach den Voraussetzungen fragt, war diese Geschichte der Slowaken, der gedemütigten Slowaken, für Dubček der Hebel, um den Nowotny aus dem Amt zu jagen, im Verbund mit den tschechischen Reformern in diesem Zentralkomitee. Das war die Liaison und das war das Ende des Nowotny-Regimes und der Anfang des Prager Frühlings. Entschuldigung. Ja, alles fein. Sie waren ja auch dann mittendrin, Frau von Trütschler. Sie mussten erst ausreisen mit Ihrer Mutter. Ihr Vater blieb aber zurück in der Tschechoslowakei. Und Sie haben ja auch erzählt, wie Sie sozusagen ganz viel dorthin gereist sind, auch am Anfang gleich den tschechoslowakischen Pass bekamen. Vielleicht erzählen Sie uns, wie Sie diese Zeit erlebt haben. Das muss ich schon mal erklären. Meine Mutter hat in Deutschland das politische Asyl bekommen. Meine Eltern ließen sich über die Grenze scheiden und ich wurde meinem Vater zugesprochen. Die deutschen Behörden haben tatsächlich sich bemüht, mich aus der Bundesrepublik auszuweisen. Also es sind nicht nur Türken, es waren auch so Leute wie ich. Und ich war dummerweise, bin ich dann 18 geworden und war damit in der Tschechoslowakei volljährig. Und ich habe dann mit 18 geheiratet im August 68 und habe dann automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen und bin dann ziemlich frech nach Prag gefahren mit meinem westdeutschen Pass, ich glaube im September oder Oktober 68, und bin einfach ins Innenministerium marschiert und habe da irgendwelchen Männer beschwatzt und habe ihnen gesagt, ich will die Staatsangehörigkeit zurück. Und habe sie, glaube ich, innerhalb von 3 oder 4 Tagen wieder die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit bekommen. So. Das, also als Hintergrund, ich habe dann also bis 1980 beide Staatsangehörigkeit gehabt und nachdem man mich die tschechoslowakische Staatssicherheit unter Druck gesetzt hat, habe ich dann auf die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit verzichtet und war nie wieder dort bis 1989. Okay, das ist aber wichtig zu wissen. Ich wollte eben sagen, ich bin im Herbst, wichtig ist, sofort unmittelbar nach dem 21. August ist ein Freund von, oder ein Junge, den ich von klein auf kannte. Und damals, und der ist schon, glaube ich, am 25. August oder 24. August nach München gekommen. Ich lebte damals in München und der gehörte dem tschechoslowakischen der olympischen Mannschaft und war Turmspringer. Und das war die erste Welle. Ja, also der ist damals geflüchtet und hat darauf verzichtet, an der Olympiade teilzunehmen als 21-Jähriger oder 22-Jähriger. Das muss man sich vorstellen. Und dann war das wirklich so, dann kam die praktisch
zwischen dem 23. August und so weiter brachen laufend irgendwelche Freunde zu mir oder zu uns, haben dann um Hilfe gebeten. Also es sind massenweise Leute damals geflüchtet. Das ist schon wichtig, das glaube ich schon, das ist sehr wichtig und das war damals wirklich auch möglich. Aus meiner Familie ist mein Vetter nach Bern und ich habe eine Cousine in Schweden und so weiter. Also das ist, wir sind alle irgendwo weg. So, das wollte ich schon mal sagen, das ist sehr wichtig. Am 21. August, vielleicht ist das auch nicht so bekannt, sind zwei Sachen passiert. Erstmal, das tschechoslowakische Fernsehen saß nicht mehr, Vinohradská saß das Radio, aber das Fernsehen war außerhalb. Bisschen Kavčí Hory. Und das ist den Russen nicht gelungen, sofort abzuschalten. Ja. Und Kavčí Hory ist nach wie vor ein bisschen außerhalb von Prag. Und die haben wirklich dann noch, glaube ich, 36 Stunden senden können, ohne dass die Russen die gefunden haben. Also ich denke, das ist ein wichtiges Ereignis, was man wissen muss. Und was... Gestern habe ich mit Herrn Staat gesprochen, der hier diesen Forschungsverbund SED-Staat koordiniert. Und der hat mir gesagt, ich soll das ausdrücklich auch nicht vergessen zu erwähnen, dass am 21. August DDR-Bürger auf dem Wenzelsplatz DDR-Bürger mit Unterschriften gesammelt haben, indem sie sich eben mit diesem Prager Frühling und gegen die Okkupation ausgesprochen haben. Das ist sehr wichtig. Eine von ihnen ist dann auch verhaftet worden, saß viele Jahre lang in Bautzen, bis sie sich das Leben genommen hat. So, das wollte ich sagen, also mit dem Fernsehen, ja. Und ich bin dann nach Prag regelmäßig gefahren und habe natürlich versucht, da irgendwas, fühlte mich mit meiner deutschen Staatsangehörigkeit, war ich ganz stolz darauf, dass ich die jetzt habe und habe dann versucht, etwas auch mit den Leuten zu kommunizieren und was zu bewirken. Und mich hat sehr beeindruckt, ich konnte dann praktisch, es gab eine direkte Busverbindung München-Prag und eines Tages bin ich dann zu dem Busbahnhof gefahren, alle kennen Prag, wissen, wo das ist, nach Florenzi. Und da stand ein Soldat vor dem Bus und hat die Namen vorgelesen, die rausfahren dürfen. Und ich war dann die Einzige in dem Bus mit dem Busfahrer, die dann Richtung München fuhren. Und das war also für mich ein Zeichen, jetzt ist zu Ende. Das war so im Januar 1969. Ich würde hier gerne noch mal einen Schnitt machen, weil wir können ja auch nicht alle Ereignisse dieses Jahres berücksichtigen. Ja. Und ich würde gerne mit Herrn Daniel darüber sprechen, wie wird denn heute daran gedacht? Also wir sprechen ja nicht umsonst über dieses Jahr, weil es ja auch vielleicht für die Erinnerung eine Bedeutung hat. Wenn ich es richtig weiß, ist es aber so, dass in Tschechien es gar nicht mehr so ein großes Thema ist, oder? Wie sieht es aus? Ja, im heutigen Tschechien hat der Prager Frühling also auch politisch keine so große Bedeutung mehr. Das hängt natürlich mit verschiedenen Entwicklungen zusammen und da muss man vielleicht einen Blick zurückwerfen. Natürlich mit dem Einmarsch und der sogenannten Normalisierung war natürlich die Reformbewegung zugrunde gerichtet und es haben Säuberungen in der Gesellschaft stattgefunden und der moralische Effekt dieser Niederlage, auch dass die Reformer Schritt für Schritt ihre Position aufgegeben haben gegenüber den Sowjets, hat eine verheerende Wirkung für die Gesellschaft gehabt. Und früher als etwa in der DDR war die Frage einer Reformierung des Sozialismus in der Tschechoslowakei eigentlich erledigt. Und man sieht das ja auch an der Charta 77, und für die waren ganz andere Fragen von Bedeutung. Nicht mehr das System, sondern die eigenen autonomen Räume zu behaupten, die Menschenrechte einzuklagen, Helsinki und andere Dinge. Das ist ein großer Unterschied. Währenddessen, sage ich mal, in der DDR noch viel länger darüber diskutiert wurde, wie man den Sozialismus vielleicht reformieren kann. Es gab so einen kurzen Moment 1989-90, wo Dubček und andere ehemalige Reformer dachten, sie können jetzt wieder sozusagen dort anfangen, wo sie aufgehört. Das war aber, glaube ich, eine große Illusion. Es war symbolisch wichtig, dass also Dubček damit auf dem Balkon und mit Havel zusammen zu sehen war. Also für den Umbruch eine sehr wichtige Geschichte, aber das hatte sich erledigt. Und inzwischen
ist eine politische Generation in Tschechien am Werke, die mit diesen Erfahrungen eigentlich sehr wenig hat. Es passiert sehr viel in der Forschung, es gibt Ausstellungen, aber dass man jetzt eine lebendige, breite Erinnerung in der Gesellschaft haben würde, würde ich jetzt so nicht sehen. Darf ich mal? Ich glaube, das hängt doch damit zusammen, es war ja eine Diskussion von oben. Es ist keine Diskussion aus dem Volk gewesen. Es war eine Diskussion innerhalb der kommunistischen Partei, die geführt wurde. Und ich wohne ja dicht bei Liberec, wohne in Eubin und habe auch mal die Dokumente gesehen. Die 14 Menschen, die dort erschossen wurden von den Russen aus den Panzern heraus, das waren Kommunisten. Das waren junge Kommunisten, die sich auf die Straße gestellt hatten, um zu sagen, nein, das ist jetzt unsere Diskussion. Wir stehen zu Dubček. Es war, wenn man die Parteimitglieder wegnimmt, nicht die Bevölkerung. Und mir sagen manchmal so Ältere im Riesengebirge, die sagen, du, das war eine Diskussion unter Kommunisten. Wir haben sowieso nicht geglaubt, dass wir was davon haben. Denn wer die Kommunisten kennt, weiß, da kannst du nichts erwarten. Das ist das eine. Und das zweite ist, es kommt bei solchen Umbrüchen, man feiert sie, man steht dazu, man stellt auch einige Leute aufs Denkmal. Und dann leidet man unter seiner eigenen Feigheit, dass man da nicht mitgemacht hat oder dass man hinterher sehr zum Kompromiss wieder bereit war. So dass man, wenn man jetzt im Tschechischen über 1968 sprechen will, zum großen Teil junge Menschen, Studenten als Gesprächspartner hat, weil die das wieder interessiert, was ist eigentlich damals passiert. Das gehört zu unserer Geschichte. Und dann höre ich das von ihnen, was unsere Generation manchmal von den eigenen Vätern gehört hat. Darüber gibt es nicht viel zu sagen. Das war eben so. Weil sie auch ihre eigene Rolle dabei nicht bewerten lassen wollen und auch nicht dazu stehen wollen. Jetzt sage ich mal, Feigheit ist grenzüberschreitend und auch systemerhaltend. Dass also der Begriff Feigheit da eine Rolle spielt, ohne dass man dem Einzelnen große Vorhaltungen machen kann, weil man ja weiß, was es bedeutet hätte, wenn er anders reagiert hätte. Aber das ist einer der Gründe, warum über 68 an dieser Stelle nicht so groß diskutiert wird. Ich glaube, Herr Fink wollte dann ganz. Ja, ich wollte ganz gerne widersprechen, Herr Eggert. Ja, denn, aber gerne. Es ist ja so, das wird viel gesagt, so gesagt, das wäre nur ein Putsch, ein kommunistischer Putsch in der Führung gewesen und nichts dabei und das Volk wäre nicht mit integriert worden. Wer das erlebt hat, wer das gesehen hat, was da passierte, diese ganze, wie plötzlich die ganze Gesellschaft aufbrach, wie sie sich beteiligte, wie sie sich einbrachte in die gesellschaftlichen Diskussionen, wie sie neue Vereine gründete, Clubs gründete, die da mitmachen wollten und mitmachten auch schon, wie in den Betrieben die ersten Betriebsräte gegründet wurden, die ja sogar... 67 noch, ne? Bis nein, nein, das war 68 dann. Alles ja, Anfang 68. Also war, die wurden dann gegründet und nee, die überlebten ja, die Betriebsräte haben ja den Einmarsch sogar überlebt bis Ende 69. Das war eine der nachhaltigsten Einrichtungen, die es gegeben hat. Also wer das gesehen hat und gerade auch, wie Sie den 1. Mai geschildert haben, das war so eine Bewegung, da kann man nicht sagen, das war ein kleiner kommunistischer Putsch, der da irgendwie gemacht wurde und dann haben die Kommunisten gemacht, was sie wollten. Und das konnte, und das ist ja immer das Problem, wenn man so eine geschichtliche Epoche vom Ende her sieht. Ich glaube, das wird der Sache überhaupt nicht gerecht, sondern man muss schon sehen, wie die Voraussetzungen waren, wie das welche Fundamente es gegeben hat für diese gesellschaftlichen Prozesse. Und dass es dieses tragische Ende genommen hat, ist eine andere Geschichte. Und dann kann man fragen, warum ist es für Ältere, so in unserem Alter, 68 kein Thema mehr? Das ist das, was ich in den letzten Jahren im Tschechischen ständig erlebe. Ja, weil nach 89 die... gerade auch diese Generation nach vorne geguckt hat. Die hat gesehen, eine Rückkehr nach 68 ist völlig unmöglich. Es sind ganz andere Bedingungen, ganz andere Verhältnisse. Und jetzt haben wir die Chance, also 89, 90, sozusagen uns nach Europa zu integrieren. Das ist eine ganz andere Perspektive, als die damals 68 war.
Und deswegen wurde Prag 68, also der Prager Frühling, spielte dann keine Rolle mehr. Und wie richtig gesagt wurde, Dubček war ein Symbol. Und die Leute haben sich aber sozusagen mit Herrn Klaus und so sozusagen zum amerikanischen Kapitalismus hin orientiert. Der Václav Havel hat einmal gesagt, ja, das ist dieser Mafia-Kapitalismus, der da eingezogen ist bei uns. Das war dann die Orientierung, der die meisten der Tschechen und Slowaken dann gefolgt sind. Aber die historischen Abläufe, die sprechen eine ganz andere Sprache. Frau von Trutschler, Sie wollten auch ergänzen. Also ich sehe, das jetzt ein bisschen aus meiner Perspektive betrachten. Ich bin damals in die Schule in Prag gegangen, bin damals seit 1965 auf eine Krankenschwesterschule in Prag gegangen, wo man Krankenschwester gelernt hat und nebenbei Abitur machen sollte. Wir haben diese literarische Liste in der Schule. Aber wir sind ja eher bei der Frage jetzt schon, welche Bedeutung hat es heute? Ja. Sie also, machen ja auch eine Konferenz dazu. Also ja, jedenfalls. Ich bin gerade dabei, darf ich das bitte zu Ende erzählen? Ich bin dabei, dass das die Masse, also für uns in der Schule spielte das eine große Rolle. Wir haben das sehr mitbekommen. Also mit den Lehrern, ja, wie die Lehrer mit uns diskutiert haben, stellen Sie sich vor, das ist... Ich habe in München Abitur gemacht. Wir haben keine Zeitung in dem Abiturjahr gelesen, sondern ich weiß nicht, wen wir da gelesen haben. Aber jedenfalls mit uns wurde bewusst im Unterricht, im Tschechischunterricht, literarische Liste, das war Pflichtlektüre. Und das ist schon ein Zeichen, dass man die jungen Leute dafür gewonnen wollte. Ja, aber Sie haben das, Sie haben das in Erinnerung behalten. Sie reden davon, für Sie war das ein Aufbruch. Meine Frage ist nochmal. Wenn es also nicht von oben verordnet war oder von oben eine große Diskussion innerhalb der Kommunistischen Partei, warum hat sich das im Gedächtnis des Volkes nicht niedergeschlagen im Tschechischen? Das erlebe ich nämlich nicht. Ich glaube, Daniel möchte darauf antworten. Naja, es hat sich schon niedergeschlagen, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht dran. Wir erleben eine Verschiebung der Erinnerung. Also es geht nicht mehr um diese politischen Reformideen, sondern es geht um ganz andere Dinge. Es geht um ein Stück weit Modernität, was es in den 60er Jahren gegeben hat in der tschechoslowakischen Gesellschaft. Ich kann nur empfehlen, fahren Sie mal nach Eger, also nach Cheb. Dort gibt es ein ganz tolles Museum, das heißt Retro. Und dort kann man sozusagen die Veränderung im Lebensstil in der Kultur, in der Massenkultur, im Konsum und so in den 60er Jahren bestaunen. Ganz toll gemacht, ein bisschen nostalgisch, es sei Ihnen gestattet. Und da merkt man ein Stück Erinnerung an diese Zeit, die eine andere ist. Natürlich wird die Kultur und die Literatur bleiben, die Filme, der neuen Welle, die sind präsent, die kann man als DVDs kaufen, die werden im Fernsehen gezeigt. Also es verschiebt sich, es bleibt aber, und ich glaube, das war damals schon so dieses Bewusstsein, wir gehören zu Europa, wir sind eigentlich die Mitte Europas. Das ist da 68 wieder losgegangen und das ist natürlich, also was die Mehrheit in der tschechoslowakischen Gesellschaft betrifft, die wollen auch in Europa sein und nicht zum Osten gehören oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein Teil der Erinnerung, der wird bleiben. Und die politischen Reformideen sicherlich eher in den Hintergrund treten. Aber wir werden sie historisieren und einordnen in ihre Zeit. Aber Frau Putschler, vielleicht noch mal zu Ihrer Konferenz, die Sie im Sommer machen. Ich will jetzt nicht... Weil wir ja jetzt bei diesem Thema sind, wie erinnert man sich daran? Sie sind auch Lehrerin gewesen und haben in Schulen gearbeitet. Da interessiert mich eben auch, wie gelingt es auch, das an eine nächste Generation weiterzugeben, die Erinnerung daran? Ja, ich denke, das ist... Ich habe eine sehr enge Beziehung zu der Slowakei. Und ich denke, man kann das nicht als ein Prager Phänomen anschauen, aber es war vor allem eine tschechoslowakische Diskussion damals entstanden, unter den Kommunisten. Ich wollte eben praktisch zwischen ihnen beiden vermitteln, es gab beides. Ja.
Ja. Wir haben uns nicht gestritten. Wir sind uns nur nicht einig. Ja, aber eben, ich wollte eben zeigen, es war die Diskussion zwischen den slowakischen Kommunisten und den tschechischen Kommunisten. Und ich habe neulich einen spitzen Satz gelesen, der ist wirklich spitze. Da gab es im Oktober 1967 eine Konferenz zur Föderalisierung. 1915 wurde den Slowaken Föderalismus zugesprochen in Pittsburgh. Die Tschechen hielten die Slowaken für unreif. Ja. Okay, ich will das jetzt nicht ausbreiten. Ich bis 1960 hielten sie die für unreif. Immerzu. Ja, immer. Ja. Heute und, noch. Und, aber vielleicht können wir doch noch mal zum Thema zurück. Ja, und eben. Und das Interessante ist dabei, und das haben Sie nicht, es ist nachgewiesen, dass Dubček vor allem von Moskau protegiert wurde, weil seine Eltern lebten in der Sowjetunion. Und Moskau hat sich gedacht, Nowotny hat sich geweigert, bei Eger die Atomsprengabwehrköpfe zu installieren. Ja. Nowotny. Ja. Und deshalb waren alle überrascht. Und da hat man sich in Moskau gesagt, jawohl, wir haben diesen tollen Dubček ausgebildet in Moskau. Der wird alles machen, was wir ihm sagen. Dubček war Slowake, ging um Föderation. Es war eine Diskussion zwischen tschechischen und slowakischen Kommunisten. Und wir durften das alles in der Schule mitkriegen. Also bitte, ich habe euch geeinigt, meine Herren. So. Wunderbar. Ja. Vielen Dank für diese Einigung. Würde ich die Frage gerne an Herrn Eggert weitergeben. Ja. Sie gehen ja regelmäßig in die Schulen. Insofern ist für uns ja auch eine wichtige Frage, wie gelingt es eigentlich, diese Erinnerung an 68 weiterzugeben und auch wachzuhalten heute, auch gerade für die nächste Generation? Da sind besonders interessant immer die Diskussionen am deutsch-tschechischen Gymnasium in Liberec, wo die jungen Leute also wirklich fast atemlos zuhören, was zu ihrer Geschichte gehört, weil sie es auch von ihren Großeltern oder Eltern nicht gehört haben. Und den ehesten Bezug bekommt man eigentlich zu ihnen, wenn man sagt, sag mir jetzt mal deine politische Meinung und dann sage ich dir mal, was dir 1968 passiert wäre, wenn du deine politische Meinung hier im Gymnasium gesagt hättest. Was deinen Eltern passiert wäre, was das für Folgen hat. Dass ich darüber bestimme, bitteschön, welche Musik hörst du? Das geht alles nicht. Wir haben unsere eigenen Arbeiterlieder. Da kannst du tätig werden, kulturell tätig werden. Also man muss sie über diese, ich glaube eher über diesen soziokulturellen Aspekt bekommt man sie. Und dann bekommt man sie auch an der Stelle Pressefreiheit, inzwischen hoch umstritten. Wir kennen ja auch bei uns die Diskussionen über Journalisten und über Presse, Gleichschaltung und so weiter, was da läuft. Aber das empfinden die schon, wenn sie auf einmal den Eindruck haben, es darf nur noch eine einzige Zeitung erscheinen. Es darf nur noch einer von uns beiden recht haben, nicht? Weil es gibt auch keinen mehr, der vermittelt. Also da gibt es einen ziemlichen Zugang. Aber und ich sage es jetzt noch mal, weil ich das aus meiner Erfahrung kommt. Sie haben keinen Zugang, keinen großen Zugang durch ihre Eltern und Großeltern zu 1968. Und ich glaube, das hängt auch noch mit mehreren Dingen zusammen. Die Tschechoslowakei damals war eine Kolonie innerhalb der Sowjetunion, genau wie wir. Also was dort diskutiert wurde, war völlig klar, wird nur das Bestand haben, was in Moskau abgenickt wird. Was ich nicht wusste, war, dass ja Brezhnev, ich glaube mit Johnson damals, mit dem amerikanischen Präsidenten, am Abend vorher telefoniert hat vor dem Einmarsch. Und die bei sich beide einig waren, es ist eine innenpolitische Sache, wenn ihr mit euren Panzern nach Prag geht. Also ich sage noch einmal, ich sag also nicht, das ist eine Sache von oben, die unten nicht berührt hat. Man hat ja auch den russischen Soldaten zum Beispiel erzählt, den sowjetischen Soldaten. Es hat sich ja die Bevölkerung wird euch begrüßen als Befreier. Ja, ja. Aber keiner hat sie begrüßt. Die haben
alle Schilder in Liberec sind ausgetauscht worden. Ja. Da stand auf einmal Dubček-Straße. Ja, 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 ja. Und die Russen sind ständig im Preis gefahren. Ich wollte jetzt schon darauf reagieren. Ja, nee, aber es hat sich ja sozusagen anders entwickelt, Herr Eggert. Das war natürlich, der Impuls kam von oben. Ja. Das ist richtig. Aber dann wurde der Impuls sofort weitergegeben und intensiviert durch die Schriftsteller, durch die Künstler, durch die Intelligenz. Dann aber sozusagen wurde die Idee aufgegriffen durch die Masse und sie wurde zu einer wirklichen Entwicklung. Das heißt, hinterher war es ja so, dass die Kommunistische Partei getrieben wurde durch die gesellschaftliche Entwicklung. Nicht, wenn man sieht, 2000 Worte, Watzulik, das ist ja so eine Erscheinung, das ist dieser Text, der ja nochmal diesem Reformprozess, der zu stagnieren drohte, nochmal neue Nahrung gegeben hat, nochmal einen neuen Anstoß gegeben hat. Das heißt, die Partei war schon fast dabei, nur noch zu reagieren und nicht mal das Heft in der Hand zu haben. Ab 1990. Nee, Entschuldigung, das heißt, es gibt jetzt andere Wortmeldungen. Ja, Entschuldigung, nein. Frau Trütschler erst und dann Herr Dahmen. Weil das nicht stimmt. Nee, Entschuldigung, Herr Eggert. Wir machen mal ein bisschen nach der Reihe. Nicht. Ja, es stimmt politisch nicht. Frau Trütschler. Ich denke schon, also ich persönlich mache eine Reihe von Schulprojekten. Ich halte das sehr wichtig. Es gibt diesen deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, der finanziert diese Projekte immer zu 50%. Meine Erfahrung ist, dass die Schüler an, egal mit welchem historischen Thema man kommt, man kann das den Schülern wirklich schmackhaft machen. Vor allem, wenn Deutsch-Tschechisch, wenn das gemeinsam deutsche, tschechische Schulen machen und man kann ihnen das Jahr 68 wirklich zum Beispiel mit Karel Krill, also mit diesem Musiker, wenn sie in die Schule kommen als Einstieg zwei, drei Lieder von Karel Krill, das war ein Musiker, der hat 1968 speziell unmittelbar nach dem Einmarsch das alles musikalisch verarbeitet. Ich weiß nicht, ob, kennen Sie, also die deutschen Musik, deutsches Publikum wird nicht Karel Krill kennen, aber Karel Gott. Ja, Karel Krill war aber jedenfalls... Der für den tschechischen Geheimdienst gearbeitet hat. Ja. Ja, also es gibt Karel Krill und das ist ein Musiker gewesen, der sehr präzise diesen Einmarsch in so Protestliedern aufgearbeitet hat. Und singen Sie doch mal eins. Ein bisschen später, jetzt wollten wir noch Herrn Daniel hören. Und wenn Sie als Einstieg so ein, zwei solche Lieder spielen, dann fragen Sie die Schüler, und was war das und was war denn das für eine Zeit? Und dann haben Sie den Einstieg. Und wichtig ist für uns Historiker, ich verstehe mich nach wie vor als Lehrerin, obwohl ich das schon lange nicht mehr mache, wichtig ist, dass die Schüler eben mit ihren Eltern und vor allem Großeltern ins Gespräch kommen. Und über diese Lieder ist das möglich. Vielen Dank, Herr. Ja, vielleicht auch noch mal zu der Frage, ein bisschen kontrovers vielleicht sogar. Wie bringt man das an die jüngere Generation? Es hat immer so was Merkwürdiges, wenn Herrschaften im fortgeschrittenen Alter, ich schließe uns hier alle ein, auf Podien alle, sitzen absolut. Und sich Gedanken machen, wie man das an die junge Generation vermitteln kann. Ich würde da ganz einfacher denken, das war eine coole Zeit und junge Leute werden diese coole Zeit entdecken. Die kaufen sich Retro-Krammern, die Platten sind da, man kann die Filme schauen. Woran es aber fehlt, und darüber muss man in den Kontext vielleicht auch reden, dass unsere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit für das, was in Tschechien und in der Slowakei passiert, in den letzten Jahrzehnten dramatisch abgenommen hat. Also über den Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen. Kein Bundeskanzler fährt als erstes nach seiner Wahl nach Prag, fährt nach Warschau, auch aus guten Gründen. Und in anderer Hinsicht ist und die Frage, wohin fährt man in den Urlaub, was interessiert einen? Also wir sollten uns wieder ein Stück weit auch unseren Blick nach Osten, dasselbe Thema diskutieren wir mit der Ukraine. Keiner hat das wahrnehmen wollen. Und jetzt sind wir alle sehr kritisch, wie blind wir waren. Und das darf uns eigentlich nicht noch mal passieren, dass das Interesse für unsere östlichen Nachbarn in der Gesellschaft dann doch, vorsichtig zu sagen, verbesserungsbedürftig wäre, um solche Begegnungen, um solche Entdeckungen zu ermöglichen. Und da wird sich dann manches, denke ich mal, dann auch so ergeben. Und da bin ich dann immer ganz optimistisch. Also da müssen wir gar nicht so viel nachhelfen, wenn man die Räume eröffnet, in denen das möglich ist. Mhm. Räume eröffnen ist hier das Stichwort. Ich möchte jetzt gerne die Fragen von unser Publikum einladen. Erstmal hier gerne aus dem Saal, aber dann auch aus dem Chat Fragen zu stellen. Es gibt hier ein Mikro. Ich bitte Sie, sich kurz vorzustellen
und auch vielleicht nicht so ausführlich zu äußern, sozusagen, damit noch möglichst viele zu Wort kommen heute. Da ist das Mikro, hier ist der Herr, also oder Sie kommen gleich. Ja. Mein Name ist Peter Lang, ich war bis letzten September ARD-Korrespondent in Prag und hatte 2018 zu verfolgen, wie der 50. Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühlings dort wahrgenommen worden ist. Und da würde ich schon ein bisschen widersprechen, das war eine Zäsur. Nirgendwann vorher ist in den tschechischen Medien so intensiv über diese Zeit berichtet worden mit Zeitzeugen, die tagelang im tschechischen Fernsehen auftraten. Das ging über 24 Stunden nonstop. Man hat die ganzen Tage, 21. August, nochmal nachvollzogen in allen Phasen. Ich denke, dass diese Enkelgeneration von der Geschichte an sich erfasst worden ist und getroffen worden ist, auch weil sie keine Aktien mehr in der Geschichte haben. Sie sind eben nicht mehr Beteiligte gewesen, weder als Kinder noch als deren Eltern. Und es ist ein bisschen vergleichbar mit der Zäsur, die es in Westdeutschland gab, mit Holocaust, der Fernsehserie 79, auch ungefähr 40 Jahre nach 45. Und da war plötzlich auch ein Interesse da, was es vorher so nicht gegeben hat. Danke. Vielen Dank. Jetzt hier der Herr vorne. Mein Name ist Hans-Joachim Hacker. Ich war mal im Bundestag. Ich bin 49 geboren und ich brauchte den Prager Frühling nicht, um mit dem Kommunismus zu brechen. Mir hat gereicht die Zwangskollektivierung 60 und der Mauerbau 61, war damals 12 Jahre, das hat mir eigentlich gereicht. Meine kritische Bemerkung zur Diskussion, Sie wundern sich darüber, dass in der tschechischen Gesellschaft oder der tschechoslowakischen, in beiden, dieses Thema 68 nicht mehr so aktuell ist und die nachwachsende Generation nicht mehr so eine dichte Bindung hat. Das liegt über 50 Jahre zurück. Denken wir doch mal an Deutschland. Wer denkt denn heute mit 40 oder mit 25 noch so intensiv wie einige von uns an die friedliche Revolution? Da haben wir doch auch unsere Not, der nachwachsenden Generation die Erfahrungen zu vermitteln. Und wenn dann solche Veranstaltungen gemacht werden, wie Sie gesagt haben, dann ist das ein guter Aufschlag und vielleicht für uns auch ein Auftrag, in Deutschland das so zu machen. Aber dass dort ein Stück Erfahrung weggeht, das ist normal. Solche Höhepunkte kann man nicht verewigen. Und die Freude der deutschen Wiedervereinigung hat auch nur Wochen gedauert, ehe das dann alles auf den Boden der Wirklichkeit zurückging. Trotzdem habe ich mich darüber gefreut und freue mich heute noch drüber. Und einen Punkt würde ich gerne noch mal sagen, Beziehung zur Ukraine. Wir haben doch genau das erlebt im vorigen Jahr, was sich 1968 in der Tschechoslowakei abgespielt hat. Da hat es auch ein Manöver gegeben und hat es Verhandlungen gegeben in Černá na Tisu. Und da hat man den Eindruck gehabt, die tschechoslowakische Regierung kann mit den Russen verhandeln und man findet einen Modus vivendi. Und als man da einen Modus vivendi gefunden hatte, man könnte vielleicht sagen, Minsker Abkommen, war das wenige Wochen später nichts mehr wert und die Russen sind einmarschiert. Und das ist auch eine Lehre, die man aus der Zeit ziehen kann und wo ich sage, das ist eine Doublette, die im Februar 2022 abgelaufen ist in der Ukraine. Das hat die Sowjetunion damals schon mal gemacht. Und letzter Gedanke, ich glaube, in der sowjetischen Führung war dieser Einmarsch auch nicht ganz unumstritten. Richtig. Wenn man ein bisschen abkürzen? Ja, letzter Satz. Wenn man nämlich mal die Erinnerung von Valentin Falin liest, der war Botschafter in der Bundesrepublik, der schilderte nämlich den Abend. Und sowjetischer Botschafter. Der war sowjetischer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland und hat später auch in Hamburg gelebt, nach der deutschen Wiedervereinigung. Und der schildert diese Bewertung und vor allen Dingen die Bewertung der Auswirkungen auf den Kommunismus in Westeuropa. Und die waren fatal, die Auswirkungen. Und letzter Satz, wirklich, ich glaube, eine andere Chance als von oben gab es gar nicht, Herr Eckert. Wie sollte denn von unten das System in Frage gestellt werden? Das war auch kein Vorwurf. Nee, ich will es nur mal herausstellen. Wer konnte denn 1985, Konrad, in der DDR von unten alles in Frage stellen? Nur in der DDR hat es so eine Entwicklung wie in der Tschechoslowakei nicht gegeben, weil die alle verkalkt waren da oben. Die Entwicklung in der Tschechoslowakei, Dubček, das war für mich als junger Mann 18 Jahre eine große Hoffnung. Ja. Und für mich war gar nicht die Frage, ob das ein Kommunist ist oder nicht. Der war für mich eine Hoffnung und der Aufbruch in eine Möglichkeit der Demokratisierung, was immer dabei rauskommt. Das ist leider dann im August alles in Scherben gegangen. Dankeschön. Danke Ihnen. Weil ja immer wieder anklingt, sozusagen diese Parallele zur Ukraine, würde ich das gerne mal einfach hier in das Podium geben, zusammen mit einer Frage aus dem Chat. Hier schreibt jemand,
Nach dem Abitur 68 wagten drei Freunde und ich im August eine Radtour von Niesky über Brno nach Prag. Am 21.08. sahen wir sowjetische Panzer auf dem Wenzelplatz. Hätten die Tschechen Widerstand leisten sollen? Darf ich das erstmal an Sie geben? Ja, das ist eine spannende Frage, die sich, glaube ich, viele Tschechen und Slowaken nach den Ereignissen auch immer wieder gestellt haben. Aus der Situation heraus ist es eine schwierige Frage. Es hätte blutig geendet. Zum Teil ist es ja auch blutig geendet. Es gab ja Widerstand in dem Sinne. Es gab zivilgesellschaftlichen Widerstand und es gab Tote und Verletzte. Also insofern haben sich die Tschechen nicht widerstandslos ergeben. Und es hat ja bis weit in das Jahr 1969 und 70 hinein gedauert, bis die Gesellschaft sozusagen kontrolliert werden konnte. Also ich erinnere nur an die Eishockeyspiele der tschechischen Mannschaft gegen die Sowjetunion, wo dann noch ein Jahr später dann auf dem Wenzelsplatz Unruhen waren und das Büro der sowjetischen Tourismusgesellschaft da die Scheiben zerschlagen wurden. Also dieser Widerstand hat angehalten und die tschechische Gesellschaft hat sich lange zur Wehr gesetzt, bis eben dann sich die neue herrschende Schicht sich dann durchgesetzt hat. Aber insofern kann man diese Frage nicht endgültig beantworten. Ne? Aber es ist eine traumatische Frage, die nach wie vor dann immer, wenn an diese Dinge erinnert wird, auch ein bisschen durch die Gegend geistert. Genauso wenig wie wir wissen, ob der Prager Frühling hätte es den Einmarsch nicht gegeben, als Reformkonzept erfolgreich gewesen wäre und ob die Bevölkerung sozusagen auch die Durststrecke, die solche Reformen mitbringen, mitgemacht hätte. Auch das kann man sehr schwer beantworten. Das ist dann unser Los, dass manche Fragen offen bleiben müssen, glaube ich. Also, Sie wollen, glaube ich, ergänzen, ne? Ich wollte das ergänzen, und zwar, weil ich so mit Akten, mit Stasi-Akten arbeite. Es wurde am 13. September an Milke ein Telegramm geschickt, dass die tschechoslowakische Armee jetzt in Bereitschaft steht und die DDR überfallen wird. Und es ist nicht bekannt, wahrscheinlich ist den meisten auch nicht bekannt, dass es seit 1958 gab es ein Abkommen mit der Sowjetunion, dass die tschechoslowakische Armee bis 30 Kilometer auf das Gebiet der DDR einmarschieren darf. Also es gab damals unter... Achso, Entschuldigung. Ja. Also jedenfalls ist das, das heißt, man hat mit einem, und was heißt Widerstand, es gab zum Beispiel, hat man nach dem 21. August die Ministerien für die sowjetische Armee auch geschlossen. Die Leute sind da ausgeharrt und haben, und dann gab es große Probleme dann in den Behörden, weil die Behörden sich da geweigert haben, die sowjetische Armee in die Behörden reinzulassen. Von dem Radio habe ich schon erzählt. Es gab so etwas wie einen passiven Widerstand. Wie ich schon sagte, man hat denen die Orientierung genommen, sodass die nicht wussten, wo sind wir eigentlich. Man hat die Schilder, die Panzer sind also nachweislich von Liberec aus ins Riesengebirge gefahren. Statt nach Prag. Schweig-Methode. Ja, die alte Schweig-Methode. Und es gab auch unter den Tschechen so den Satz, wir werden die sowjetischen Genossen mit Milch begrüßen, aber Benzin bekommen sie nicht. Das bedeutete also, die sind mit ihren Panzern irgendwo dann auch stecken geblieben. Trotzdem sehe ich keine Parallele zum Ukraine-Krieg. Da würde ich ein bisschen weitergehen und sagen, 1938 und der Einmarsch jetzt in die Ukraine steht unter dem Zeichen Heim ins Reich. Das, was Hitler damals gemacht hat, versucht Putin jetzt auch. Und beide haben einen Testballon gestartet. Hitler 38 mit dem Einmarsch ins Sudetenland, Putin 2014 mit der Annektierung der Krim. Und der Westen hat zugeguckt. Er hat damals seine Genehmigung gegeben, hat 2014 zugesehen. Man hat ihn weiter das Gas abgekauft, sodass der Putin gedacht hat, diese Heim-ins-Reich-Methode kann ich jetzt nochmal wieder anwenden. Und Gott sei Dank ist der Westen aufgewacht, weil man genau weiß, sein Herrschaftsdrang ist mit der Ukraine nicht zu stoppen, sondern diese Ideologie, die dahinter steckt, die wird im Grunde dann weitergeführt. Ich glaube, das sind diese, obwohl man es immer schwierig ist, historische Parallelen zu bringen, aber das ist dichter dran als 1968.
Herr Fink, vielleicht noch mal dazu. Ja, darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ja, klar. Und 1970, das ist das, weil Sie sagten, die Massen. 1970 haben die Massen im Tschechischen versagt, denn da sind auf einmal... Sprechen Sie 68 oder 70? 1970 haben die neuen Machthaber alles im Griff gehabt. Da sind die Leute in Lager gekommen, da durften die Leute nicht mehr arbeiten, da durften die Kinder von Bürgerrechtlern noch nicht mal die Bibliotheken mehr besuchen. Die wurden dort rausgeschmissen. Sie wurden teilweise auf Dörfer gebracht in Böhmen mit 200 Seelen. Die durften sie nicht verlassen. Wenn sie die verlassen hätten, wären sie im Zuchthaus. Herr Eggert, Sie hatten gesagt, einen Satz. Jetzt. Nein, das ist nicht der Satz. Genau. Die Massen waren bewegt worden, 68. Aber sie haben ab 1970 an der Stelle nicht mehr solidarisch zu den Verfolgten gestanden, sondern haben mitgemacht oder haben es zumindest geschehen lassen. Da bin ich ein wenig unerbittlich aus meiner DDR-Erfahrung. Herr Fink, Sie dürfen sofort darauf antworten, aber gerne kurz, weil wir ja noch Fragen aus dem Publikum haben. Ich will nur noch mal ergänzen, dass die Person, die eben gefragt hat nach dem Widerstand, jetzt ausdrücklich noch mal schreibt, ich meinte militärischen Widerstand. Mhm. Ja. Mhm. Ich wollte Folgendes sagen, nochmal zu dieser Frage der Bewegung. Es war eine Inspiration der Kommunistischen Partei, aber diese Ideen wurden zu einer Massenbewegung am Ende. Und das hat man, jeder, der da war in Prag, der hat das sofort gespürt. Also das kann nicht sein. Was die Parallel zur Ukraine betrifft, da sind die Tschechen natürlich besonders gebrannte Kinder. Und das merkt man ja auch heute. Mhm. Sie wissen, was ein Einmarsch ist. Und insofern gibt es da auch, Peter Lange wird das besonders bestätigen, gibt es eine große Solidarität und eine aktive Solidarität in dieser Hinsicht. Und es ist ja ein bisschen wie bei den Polen, aber genauso stark. Und das ist eine Lehre, die sie natürlich gezogen haben. Andererseits muss man auch sagen, es ist auch dabei, wenn 68 jetzt nochmal ins Bewusstsein kommt. Es gibt auch schon, erstens gibt es eine Enttäuschung der Generation danach direkt, die gesagt haben, unsere Hoffnungen sind nicht erfüllt. Insofern liegt ja nahe, dass diese Leute, die dabei waren und die nun enttäuscht sind, dass sie nicht mehr daran denken und nicht mehr gerne auch daran erinnert werden wollen. Das ist ja klar, nicht? Aber trotzdem bleibt es... Damals gab es einen großen Stolz der Tschechen und Slowaken auf das, was sie da verbracht haben. Stimmt. Die ganze Welt schaute auf ihr kleines Land und sie waren im Mittelpunkt der Ereignisse. Da war ein großer Stolz auch zu spüren nach all den Demütigungen, die sie in der Geschichte zuvor gehabt haben. Und zum Zweiten muss man sagen, es gab auch das Gefühl, wir knüpfen wieder an die Vorkriegszeit. Die Tschechen und Slowaken oder die Tschechoslowakei war lange Jahre der einzig demokratische Staat in Europa. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und es war zum Zweiten, war es auch eine große Wirtschaftsmacht. Und das ist 1968 oder in der Zeit noch bei vielen Leuten in Erinnerung geblieben. Und daran haben sie wieder angeknüpft auch. Und das war auch, glaube ich, eines der entscheidenden Momente, warum diese Entwicklung so weit gegangen ist. Ich glaube, Sie wollten noch nur noch einen Satz zu dieser Frage mit dem militärischen Widerstand. Die tschechoslowakische Armee hätte keine Chance gehabt gegen dieses Truppenaufgebot, was da einmarschiert ist. Das waren ja nicht nur sowjetische Truppen, das waren bulgarische, polnische Truppen und andere auch noch, außer, wie gesagt, Albanien. Die DDR aus historischen Gründen sozusagen ist nur bis an die Grenze ran marschiert. Ja, und die Rumänen. Es hätte viel davon abgehangen, also militärischer Widerstand hätte nur eine Chance gehabt, wenn sich der Westen eingeschaltet hätte. Und die USA und auch die westlichen Staaten hätten das damals nicht gemacht, weil sozusagen die Gefahr einer globalen Konfrontation viel stärker war als heute. Und die Parallele, die wir sehen können, ist, dass der imperiale Gestus, den russische Politik hat, der ähnelt sehr den imperialen Gestus, den die Sowjetunion hatte. Nur, dass sich die Situation inzwischen verändert hat und das Imperium nicht mehr da ist in Europa und damit auch eine andere Voraussetzung. Aber sagen wir mal, diese Vorsicht, wie weit man geht, auch mit westlicher Unterstützung, das sehen wir aus den Diskussionen der letzten Monate, die können wir natürlich auch beobachten. Dieses Risiko der Eskalation spielt natürlich eine Rolle. Aber inzwischen kann man souveräner Solidarität üben und unterstützen. Das hängt mit einer anderen, auch geopolitischen Lage zusammen. Ne? Mir erzählte in Russland der Sohn des Dolmetschers
der auch schon sehr betagt ist, der damals das Gespräch zwischen Brezhnev und Ulbricht gedolmetscht hat. Und der sich sehr darüber belustigte, dass Ulbricht, da hat er ja ohnehin eine Fistelstimme gehabt, aber fast geweint hat am Telefon, dass sie, die nationale Volksarmee, nicht mit einmarschieren durfte. Und Brezhnev muss zu ihm gesagt haben, wenn ich dem Dolmetscher, dem Sohn des Dolmetschers glaube, ich will nicht schon wieder deutsche Soldaten am Wenzelsplatz. Das war der Grund. Und das hing natürlich auch damit zusammen, dass die DDR-Nationale Volksarmee noch die Uniform der deutschen Wehrmacht hatte, während es in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen andere Uniformen gegeben hat. Frau Tritschler, wollten Sie noch ergänzen? Sie hatten die Hand gehoben, oder? Wollten Sie ergänzen? Nee, dann nicht zu diesen militärischen... Nee, alles klar, dann Herr Fink noch. Ja, ich wollte noch mal sagen, was ja auch nicht hinreichend bedacht wird, dass es für Brezhnev das Risiko tatsächlich eingetreten ist, dass das kommunistische Weltsystem zerbrochen ist mit diesem Punkt. Die Franzosen sind weg. Das sind nicht nur die Eurokommunisten, wie man sie später genannt hat, also die Italiener, die Franzosen, ein bisschen nicht so ganz so, und die Spanier vor allen Dingen, die Spanier. Der Carrillo hat mir, das ist der spanische KP-Chef, mal gesagt, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Moskau war für uns das Jerusalem und die Oktoberrevolution war unser Weihnachten. Das ist alles zu Bruch gegangen damals. Und damit ist wirklich eine Spaltung eingetreten, die noch lange nachgewirkt hat. Eine andere Wirkung ist die, dass mit dem Ende des Prager Frühlings auch alle Reformbestrebungen in anderen Ländern des Ostblocks zu Ende gekommen sind. Denn alle haben gesehen, alle Machthaber haben gesehen, was passiert, wenn wir auf dem Wege der Dezentralisierung oder Regionalisierung der Entscheidungsbefugnisse, wenn wir da so weit gehen, wie die Tschechen es da haben treiben lassen, dann sind wir nämlich selber in großer Gefahr. Und man sieht es ja, bei der DDR gab es ja starke Reformbestrebungen, vor allen Dingen in der Wirtschaft, aber auch ideologisch. Denken wir mal an Robert Havemann, Dialektik ohne Dogma und so. Da gab es ja durchaus auch wirklich Überlegungen, bis in den Parteiapparat hinein zu einer Reformpolitik zu kommen. Und ökonomisch war die DDR als doch ein stark entwickelter Industriestaat auch dabei, Marktelemente in dieses System mit zu integrieren. Da gibt es Leute, die Reformpapiere geschrieben haben. Der Ulbricht hat sich die zu eigen gemacht, auch eine ganze Weile. Also ab 63, 64 gab es diese Überlegungen und Maßnahmen auch. Die sind dann 1967, 68 sind die nochmal reformiert, sind die erstmal beerdigt worden, aber dann wieder aufgeflammt durch Ulbrichts Kybernetik. Er hat gesagt, wir gehen zurück zur Zentralisierung. Wir machen nicht diese Dezentralisierung, sondern wir gehen zurück zur Zentralisierung der Volkswirtschaft. Aber dadurch, dass wir die Kybernetik haben, können wir das sehr gut steuern. Aber das ging dann auch kaputt. Jetzt wollen wir weiter gerne aus dem Publikum hören. Ich glaube, die Dame hier. Hier. Ne. Guten Abend. Eine ganz kurze Frage. Ich hoffe, dass es zum Thema gehört. Und zwar, wie wurde damals unter den normalen Bürgern in der DDR den Einmarsch aufgenommen? Wer möchte... Ja. Herr Eggert, ja, also es gab, weil es vorhin gesagt wurde, es gab Deutsche, die am Wenzelsplatz, die noch in der DDR, die noch im Urlaub waren. Ich habe in Rostock erlebt, dass 10 Tschechen durch Rostock zogen und weg mit den Panzern aus Prag, die dann aber schnell eingekreist wurden und weg, wie es so hieß, von der Staatssicherheit weggeräumt wurden. Also in der DDR waren für die, die sich interessiert haben dafür, das war wie ein Schlag. Die Hoffnung, das ist schon richtig, die Hoffnung war groß, dass sich etwas verändern könnte zum Positiven. Und nun steht aber die 1968 auch in der Tradition 1953, 1956 in Ungarn und 1968. Man hat kapiert, jetzt sage ich mal, für mich war das,
die Endgültigkeit aller Reformen, die gegen die den Kommunismus verändern könnten, mit menschlichen Antlitz. Mhm. Dass das nie zugelassen werden wird, gerade aufgrund dieser geschichtlichen Kette, die ja mit Blut geschrieben ist. Es gab, nach dem, was die Staatssicherheit aufgeschrieben hat, in der DDR ungefähr 1.900 Personen, die beobachtet worden sind wegen der Solidarität mit dem, was damals den Tschechen und den Slowaken passierte. Man muss ja auch immer sagen, den Slowaken, nicht nur den Tschechen, sondern ja, der Tschechoslowakei passierte. Und es sind, ich glaube, ungefähr 120 Leute ins Gefängnis gekommen für die Aktivitäten, die sie da gezeigt haben. Es waren also nicht die Massen, aber es waren immerhin so viele, dass man, auch wenn man nicht dabei war, den Kopf oben tragen kann. Also in der DDR ist das beachtet worden und etliche haben sich dagegen gestimmt. Und viele haben auch, jetzt sage ich mal, die Reaktion meiner Kollegen, als ich nicht unterschrieben habe an dem Tag. Die Reaktion meiner Kollegen war, die haben mir draußen auf die Schulter geklopft und haben gesagt, du hast recht, man hätte den Scheiß nicht unterschreiben müssen. Aber es bringt doch nichts. Und dieses es bringt doch nichts ist die jahrelange Erfahrung eines Lebens in einer Diktatur. Mhm. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier eine Frage. Ach so, Entschuldigung, sie hatte ich nicht gesehen. Ich wollte was dazu sagen. Also, können Sie sich kurz vorstellen? Mein Name ist Carola Kuschel. Und ich bin heute hier, weil ich im Juni, Ende Juni 68 geboren bin. Und meine Mutter hat immer gesagt, weißt du, wo du klein warst, also wo du gerade auf der Welt warst, mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich. Sie hat immer ganz große Angst gehabt, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ja. Und da war sie sich mit ihren ganzen Leuten um sich rum und mit meiner Familie sehr einig. Und deshalb sitze ich heute hier, um etwas darüber zu hören. Also nur mal so, meine Mutter war eine ganz normale Hausfrau. Danke für den Kommentar hier, der Herr hier ganz links. Und dann. Das stimmt. Ja, mein Name ist Peter Manteuffler, geboren in Prag, Autor, Regisseur. Ich habe keine Fragen, ich habe 2 kurze Anmerkungen. Die eine Anmerkung ist, dieses Büro, also die Schaufenster des Büros Aeroflot in Prag 69, es wird vermutet, von Provokateuren zerschlagen. Das kann sein. Okay. Also nicht von der, von der demonstrierenden Masse, sondern danach wurden die Schrauben dann so richtig angezogen nach diesen Ereignissen. Nach dem Hockey. Punkt 1, Punkt 2, Sie haben es schon ein bisschen so anklingen lassen. Ich wollte noch den Kausalnexus noch betonen zwischen der sogenannten Normalisation und dem Fakt, dass 89 dann die Rückkehr zu 68 keine Option war. Und das hängt wirklich auch damit zusammen, dass die 20 Jahre Normalisation waren eben 20 Jahre Demütigung, wo man nach der wunderbaren Woche von 21. bis 29. August 68, wo die ganze Nation einig war und aufständisch war, dann scheibchenweise ab 1970 und nach den Durchleuchtungen 1970 dann eben sich so richtig gedemütigt hat. Und daran wollte man auch nicht mehr so richtig erinnert werden. Und ich würde dazu noch so jetzt ad hoc eine kurze Übersetzung von dem Karel Krehl zitieren. Von dem Liedermacher Karel Krehl. Ja. Du und kannst das doch ein bisschen vorsingen. Bitte nicht, lieber nicht, dann ist die Veranstaltung sowieso beendet. und zwar mit zerschlagener Schnauze sind wir jetzt stumm geblieben. Nein, wir sind nicht auf den Knien, wir wühlen mit der Fresse im Dreck. Ja. Und das erfasst die Situation in den 70er Jahren. Gerade auch den Umschwung nach der, wie gesagt, nach dieser wunderbaren Woche und nach dem Aufstand und dann die Erfahrung damit, wie tief man wieder sinken kann. Darf ich noch eine Ergänzung dazu sagen? Gerne, dann kann man noch eine Frage. Der Name Jan Palach ist ja bekannt, der sich im Januar
1969 angezündet hat. Und ich glaube, einer seiner großen Beweggründe war, er wollte die Gesellschaft wieder motivieren. Er hat darunter gelitten, dass nach dieser, wie Sie es nennen, wunderbaren Woche auf einmal alle mit der Schnauze im Dreck liegen und keiner mehr aufsteht. Und er wollte sie motivieren, sich wieder zu dem zu bekennen, was sie in dieser wunderbaren Woche hochgehalten hat. Also manchmal sagen zwei Sätze Lyrik ja mehr aus als eine historische Beschreibung über 5 Seiten. Ich wollte noch einen kurzen Satz zu Ihrer Frage, wie das von den einfachen Leuten in der DDR wahrgenommen hat, zu dem Sterben der Hoffnung haben Sie ja was gesagt. Aber dass Ulbricht zu den schärfsten Gegnern des Prager Frühlings hatte natürlich für die Ostdeutschen ziemlich dramatische Konsequenzen, weil die rangierten bei den Tschechen und Slowaken in der Beliebtheit knapp hinter den Russen nach dem Einmarsch. Mhm. Und als DDR-Bürger, ich konnte Gott sei Dank Tschechisch und konnte immer so ein bisschen unter, aber man war dort nicht gern gesehen in den 70er Jahren. Mhm. Mal abgesehen davon, sozusagen, dass die Bananen weggekauft wurden und andere Dinge, die wir so kennen aus dem Alltag. Aber die hatten einen schweren Stand, die Ostdeutschen. Mit den Russen war es ähnlich, bis die dann eben, wenn ich jetzt an meinen Karlsbad denke, in den 90er Jahren sozusagen dort alles aufgekauft haben. Aber das war auch eine traumatische Erfahrung, sozusagen mit den Russen dann umzugehen nach dem Einmarsch. Mhm. Jetzt ist hier vorne noch eine Frage in der ersten Reihe. Dann gleich gerne Sie. Dann, ja. Ja, mein Name ist Konrad Elmar Herzig, damals Elmar nur. Und Heiner und ich, wir kennen uns gut. Wir waren zusammen Studentenfahrer. Studentengemeindezeit. Ich will aber trotzdem ein wenig widersprechen. Jedenfalls ist für mich der Prager Frühling so wichtig und auch die Veranstaltung heute, dass ich sogar meinen heutigen Geburtstag geopfert habe, um hier zu sein. Deswegen darf ich vielleicht zwei Sätze mehr sagen. Also ich war mit meinem Freund Oskar Schmidt im Prager Frühling trampen durch die Tschechoslowakei, weil wir unheimlich begeistert waren von der Geschichte. Jeden Abend Radio Prag gehört und in Ufleku in Prag diskutiert mit den Studenten. Deswegen würde ich dir auch ein bisschen widersprechen. Das war wirklich eine mindestens Studentenbewegung. Und nicht nur, wir haben da nicht nur mit Kommunisten diskutiert, sondern alle waren unheimlich begeistert. Und wir haben natürlich gehofft, dass der Funken überspringt. Am letzten Tag unserer Reise, wir waren in Karlsbad. Und zwar, wir sind immer getrampt, nicht wahr? Mein Hauptsatz, den ich konnte, tschechisch, hieß My ledam miesto dlerspatim. Wir suchen einen Platz zum Schlafen. So sind wir durch die Lande. Und beim Trampen hat uns ein toller Wagen, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, diese schwarzen Limousinen. Ja, genau. Mitgenommen. Das war der Direktor von einer Kohlegrube. Und der hat uns in seinem Sanatorium untergebracht in Karlsbad. Und wie wir am nächsten Morgen aufstehen, aus dem Fenster gucken, rollen unten die Panzer. Da könnt ihr euch vorstellen, mit welch schlechten Gewissen wir aus dem Haus geschlichen sind, weil wir natürlich dachten, das sind unsere eigenen. So genau haben wir da nicht hingeguckt. Wir haben nur gesehen, wie die Tschechen demonstrierten, auch in Karlsbad, und die russischen Denkmäler alle umgeschmissen haben und so. Ich habe ja ein paar Bilder mitgebracht, könnt ihr euch mitnehmen. Man konnte also überall in den Fenstern so Sachen lesen, 1938, Hitler und 1968 die Russen. Ja. Das war überall der Slogan. Ja, und dann kamen wir also an die Grenze, hatten überall in den Schuhen unsere Filme versteckt, um den Gürtel. Dann in Prag hatten wir uns natürlich aus der Vazi-Uza Spiegel geholt und so. Und die hatten wir um den Körper geschnallt. Und an der Grenze sind wir überhaupt nicht kontrolliert worden. Ich glaube, die waren froh, dass überhaupt noch welche wiederkamen. Wenn ich gewusst hätte, dass meine Freundin auch in Prag war und ich hätte sie getroffen, wären wir natürlich nach dem Westen damals. Aber meiner Freundin zuliebe bin ich natürlich wieder zurück und auch der Familie. Ja, das war die größte Enttäuschung meines Lebens, dieser Blick aus dem Fenster in Karlsbad. Und wir hatten dann die Parole, jetzt warten wir auf den Prager Frühling in Moskau.
Das ist doch die einzige Chance, wie man dieser Diktatur entgehen kann. Dass es freilich noch 20 Jahre dauern würde, bis Gorbatschow an die Macht kam, aber das war ja dann so eine Art Prager Frühling in Moskau. Und als dann immer noch in der DDR sich nichts bewegte, da meine Tochter sagte, also so lange wie ihr warte ich nicht auf die Demokratisierung des Sozialismus, da wurde man dann endlich mal mutig und sagte, es musste auch was tun, damit sich hier was bewegt. Lange wirst du nicht im Knast sitzen. Und dann habe ich mit noch ein paar Freunden dann die Ostdeutsche Sozialdemokratie in Schwante gegründet. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis. Und wir waren hinterher ganz baff, dass wir nicht in den Knast kamen, nicht festgesetzt wurden. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja. Auch wenn Sie Geburtstagskind sind, haben wir einfach noch andere Fragen. Und Sie haben bestimmt die Möglichkeit, einfach nach der Diskussion... Ich wollte noch eine These sagen. Eine These. Eine These, kurze These. Weil dieser Ansatz des demokratischen Sozialismus mit menschlichem Antlitz nicht an sich selber zugrunde gegangen ist, sondern niedergewalzt wurde, deswegen wird die Idee noch eine Zukunft haben. Sie ist nicht an sich selber kaputt gegangen, so wie auch die Idee einer Rededemokratie nicht an sich selber kaputt gegangen ist, Hannah Arendt, sondern immer von außen kaputt gemacht worden, wird beides noch mal eine Zukunft haben, für unsere Enkel und Urenkel. Ich hoffe nicht. Ja. Ich glaube, das wäre noch mal ein abendfüllendes Thema. Das jetzt war hier drüben noch mal nicht. Was dann aufgemacht wurde, genau. Die konnten euch auch nichts tun. Euer Chef war doch ein Spitzel. Herr Eggert, hier kommt noch eine Frage. Peter Bieber, Name, Jahrgang 45. Ich wollte nur ganz kurz schildern, welche Bedeutung ganz persönlich dieser Prager Frühling für mich hatte. 1966 habe ich ein Studium in Leipzig begonnen, Literatur, und war natürlich sehr interessiert, wie das in der Tschechoslowakei, was sich da abspielt, und bin im August 68 dort gewesen. Und ich war schon begeistert, Tag und Nacht Tausende von Menschen auf dem Wenzelsplatz zu erleben, wie sie gesprochen haben, euphorisch daran geglaubt haben, dass das auch verwirklicht wird. Und ich habe mir auch die Stadt angesehen, das kannte ich denn namentlich schon zum Café Slavia in der Moldau. Und bin reingegangen und gesagt, was ist denn das da? Auf den Tischen, der Spiegel, der Stern, die Süddeutsche Zeitung, alles war frei, in Leipzig undenkbar, wir durften sowas überhaupt nicht haben. Und in dieser Situation, weil ich schon vorher entschlossen war, während des Studiums diese Diktatur zu verlassen, diesen Staat, habe ich mir gesagt, wenn der Sozialismus so weich ist in der Tschechoslowakei in der Zeit, versuche ich es. Ich bin dann Richtung Bratislava und habe in Mikulov Halt gemacht an der österreichischen Grenze und habe versucht, in dem Touristenübergang, den es dort gab, als Tourist nach Österreich zu gehen sozusagen. Aber irgendein Offizier hat mich zurückgehalten und durfte ich also nicht. Und der hat dann aber zu mir gesagt, ich soll mich entfernen hier von der Gegend. Ich bin dann nach Cheb weitergefahren, weil ich an der bundesdeutschen Grenze mal gucken wollte, welche Möglichkeiten es gibt. Die Soldaten haben mich da auch aufgegriffen und ich habe erklärt, warum ich mich da aufhalte. Und da hat der Offizier zu mir gesagt, er hat vorher telefoniert, wahrscheinlich da erfahren von meinem vorherigen Geschehen, hat er gesagt, Junge, du hast jetzt 2 Stunden Zeit, unser Land zu verlassen. Und wenn du das nicht machst, gibt es großen Ärger. Ich will sagen, 68 war für mich insofern wichtig. Mein Vorhaben ist gescheitert. Aber ein Jahr zuvor wäre ich mit dem Jeep zur Stasi gebracht worden und versuchte Republik Flucht. Wir wissen, was das bedeutet hätte. Also von daher war für mich der Prager Frühling also insofern wichtig, dass ich heil wieder da rausgekommen bin. Geschafft habe ich es leider nicht. Aber insofern war das also das Erlebnis für mich. Vielen Dank. Jetzt geht ein bisschen hin und her. Da ist eine junge Dame in der Mitte und dann der Herr. Esther Karg heiße ich. Ich studiere Geschichte. Und mich würde interessieren, Herr Eggert, hat es noch weitere Konsequenzen gegeben, dass Sie diese Unterschrift verneint haben, versagt haben. Sie haben erzählt, die Stasi kam vorbei, aber hat sich daraus noch mehr entwickelt?
Also dadurch hat sich entwickelt, dass ich ins Visier der Staatssicherheit gekommen war und meine Stasi-Akte, die paar tausend Seiten umfasst, bekam ihre erste Seite. Man ist dann hinterher erstaunt, was alles aufgeschrieben wird, belanglos, aber auch gefährlich ist. Das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, das habe ich also so nicht mitbekommen. Was ich dann mitbekommen habe, als ich Pfarrer war, das ging manchen Pfarrer so, dass man mir sagte auf der Schule, weißt du, deine Tochter oder dein Sohn, die können sich ruhig anstrengen, die werden trotzdem keine Oberschule machen, die werden auch nicht studieren. Das werden wir schon verhindern können. Also das ist das, was man so in Diktatoren sippenhaft nennt, so wie bei Ihnen ja auch alle Berufsverbot hatten in der... Wir waren nicht arbeitende Intelligenz. Ja. Das stand auch auf dem Bett meiner Mutter, als sie im Krankenhaus war, stand Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Abstammung, nicht arbeitende Intelligenz. Ja. Und das war für mich dann auch der Grund 1980, als ich Familien betreute. Man muss sich vorstellen, wo eine Mutter von vier Kindern verhaftet wird, nur weil den Ausreiseantrag gestellt haben, wo das 3 Monate alte Kind von der Staatssicherheit aus der Krippe abgeholt wird, dann in Heime kommt. Und als ich diese Dinge erlebt habe dann, da war mir klar, es wird nie einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz geben, weil zum Kommunismus und zum Faschismus gehört immer das Feindbild und dazu gehört auch immer, dass man die anders denken, niederdrückt, entweder mit dem Stiefel oder mit der Hand. Jetzt haben wir noch eine Frage hier, bevor wir zum Ende kommen. Ja, mein Name ist Lothar Höfner, geboren 1945 im Dezember, und zwar in der Tschechoslowakei, in der damaligen CSR noch, bin ich zu weit gehen, ja? Jetzt ist okay. Jetzt ist besser. Jetzt, also geboren in der Tschechoslowakei, damals CSR, und dadurch habe ich natürlich eine Beziehung immer gehabt zur Tschechei. Und meine Mutter hat mich auf den Arm getragen, sozusagen. Die Partisanen haben gesagt, Faschisten, Deutsche raus. Also ich als Baby auf den Arm. Nicht? Und dann Erzgebirge. Dann wurden wir getrennt. Also ich sozusagen Richtung Berlin und sie im Erzgebirge geblieben. Und ich kam zu einer Pflegemutter, ein Heim und so weiter und so fort. Nicht? Dann habe ich hier ein Buch gekriegt, weil ich ja sozusagen eine Beziehung habe zur Tschechoslowakei von Dr. Mehlert vor über 10 Jahren. Ich habe jetzt 10 Jahre in NRW gelebt, dort geheiratet. Und meine Frau sagte immer, was in Berlin? Berlin ist doch DDR, mehr gibt es nicht. So ungefähr zur Frage, was der Westen nicht, sozusagen ist für den Osten, wie er da weiß, Bescheid. Der Osten wusste mehr Bescheid über den Westen als eben der Westen über den Osten. Das ist wahr. Ja, und so war das eben und so kommt das Interesse oder Desinteresse zustande. Oder man sagt nur Politik, Politik nichts mit zu tun haben. Ja, dann war das 1968. Wir kommen jetzt gleich zum Ende. Jetzt war das 1968, da wurde ich verhaftet, im August 1968, weil ich Plakate hatte, Sowjetstern, Hoch lebe Dubček und Sowjetstern da drin eingemalt, also ich kann ein bisschen malen, ein Hakenkreuz drin und so weiter. Und war beschäftigt bei der Metropa als Kochanlehrling. Und dann kamen die dann da, wo die Wessi alle frühstückten da, aber essen Metropa und zu dem unbekannte Herren, nicht? Und ich mit der Kochmütze dazwischen und dann Richtung Kairostraße und 9 Monate Untersuchungshaft und eine Haftstrafe von 22 Monaten. Also erst in der Kalbestraße in Rummelsburg und dann kann man sich ja vorstellen, 9 Monate Untersuchungshaft. Wie man so sagt, wie der Putin, den haben sie nur leider rausgelassen, 1989, wie man Menschen zersetzt. Ja. Und haben sie bei mir auch versucht, aber ich habe gesagt, na, ihr macht nicht mehr lange. Ja, wir sitzen fest im Sattel, haben sie mal beim Verhör gesagt, mit Lampe und weiß ich was alles. Konterrevolutionär, du Faschist und weiß ich was und kriegst die Arbeiterfaust. Und so ist Ideologie und Schaum im Mund.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Auch Ihnen allen vielen Dank, dass Sie sich so rege beteiligt haben mit Ihrer Zeugenschaft, auch mit Ihren Fragen. Ich bedanke mich vor allem meinem Podium, das uns hier erzählt hat aus dem Leben, aber auch aus der Erfahrung mit dem Jahr 68. Man merkt, dass sozusagen man darüber noch sehr viel sprechen kann. Sie können das Gespräch ja auch dann nach der Veranstaltung noch fortsetzen. Ich möchte gern noch darauf hinweisen, dass es eine nächste Veranstaltung gibt in dieser Reihe Zeitzeugenperspektiven am 16. Mai 23. Das ist 70 Jahre danach. Zeitzeugen erinnern sich an den 17. Juni 1953 und ich lade Sie ganz herzlich ein, da wieder herzukommen zu einem Gespräch über ein anderes Thema. Und jetzt erstmal einen schönen Abend uns allen und Ihnen allen und bis zum nächsten Mal. Okay.